dem Anschlag von Nizza mit 84 Toten am Donnerstag haben die Familien der drei deutschen Opfer noch immer keine Gewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen. Zwei Schülerinnen und ihre Lehrerin aus Berlin-Charlottenburg gelten weiterhin als gemisst und große Hoffnung besteht da leider nicht. Dr. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und mir jetzt per Skype zugeschaltet. Was kann es für Gründe haben, dass die Identifikation der Opfer so lange dauert? Ach, das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Häufig ist es ja bei so internationalen Dingen so, dass man erstmal in aller Ruhe ganz, ganz sichere Auskünfte geben will und dann zusätzlich muss man das ja auch diplomatisch noch abklären, welche Informationen wann über welche Stelle weitergeleitet werden. Also insofern ist das eigentlich relativ normal. Die technischen Verfahren können auch mal was länger dauern. Man muss ja überlegen, wer ist zuständig, wer untersucht jetzt zum Beispiel die Zähne oder die Kleidungsstücke oder die DNA. Also insofern ist das so anders als im Kino sich das jetzt auch anhört, durchaus noch im Rahmen. Welche Maßnahmen können denn eigentlich ergriffen werden, wenn Opfer tatsächlich in einem so schlechten Zustand sind, dass man sie auch optisch tatsächlich gar nicht mehr identifizieren kann? Ja, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also erstmal gibt es die Zähne, die halten sich sehr lange, auch bei Flugzeugabstürzen, Schiffsuntergängen und Fäulnis, da bleiben die Zähne eigentlich immer übrig. Dann kann man einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin bitten, die Unterlagen mal zu kopieren oder rüber zu senden. Dann kann man das miteinander vergleichen. Man kann Kleidungsstücke anschauen, von denen halt die Angehörigen genau wissen, dass die den betreffenden Personen gehören. Beispielsweise Ringe oder auch einfach nur ein Pulli oder Schuhe. Das ist eigentlich auch kein Problem. Und man kann natürlich einen genetischen Fingerabdruck machen, also eine DNA-Analyse. Für nichts davon ist es also wichtig, dass der Körper noch sozusagen im Körperzusammenhang ist, sondern da reichen natürlich auch Teile des Körpers. Natürlich ist man gedanklich erst einmal bei den Angehörigen, aber wie belastend ist so eine Situation auch für die Forensiker vor Ort, also besonders nach so einem Terroranschlag? Können Sie dazu was sagen? Ja, das ist ganz merkwürdig. Also es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die das halt auch schon oft gesehen haben und routiniert damit umgehen können. Gerade wenn das jetzt so Aktionen sind, die uns als terroristisch und überwältigend und völlig hirnzersetzend erscheinen. Da kann man mit besonderer Ruhe eigentlich oft rangehen, weil das irgendwie so weit weg ist. Also schlimmer ist es meiner Erfahrung nach, wenn auf einmal etwas passiert, was man so ähnlich schon mal gesehen hat. Vielleicht ein Teddybär, was die eigene Tochter oder der eigene Sohn, ein Stofftier benutzt oder sowas. Aber in aller Regel ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen das professionell abarbeiten können. Natürlich kann das passieren, dass man mal schlecht schläft oder sich über den Sinn des Ganzen Gedanken macht. Aber das hängt wirklich von jeder einzelnen Persönlichkeit ab und es gehört halt eben zu unserem Beruf dazu, dass wir notfalls auch mit jemandem reden, dem wir auch mal da die Seele ausschütten können. Also das ist mit Sicherheit nicht das Hauptproblem, die seelische Belastung, sondern das Hauptproblem ist, dass man ganz sauber, ordentlich, präzise, ehrlich und offen für die Angehörigen die Ergebnisse präsentieren möchte. Herr Dr. Benecke, ich danke Ihnen sehr für Ihre Erklärung.